auf die letzten Wochen zurückschauen, beginnen auf einmal die NATO, die EU und alle möglichen ihnen nahestehenden Institutionen auf einmal ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekünden und dass sie sich für Frieden und Demokratie und Souveränität in der Ukraine einsetzen. Und aber sie tun es erst jetzt. Und ich glaube einmal sagen zu können, hier stehen Leute, die sich dafür schon seit vielen Jahren dafür einsetzen. Denn wo waren die EU? Wo war die NATO, als vor 8 Jahren die neue ukrainische Regierung begonnen hat, Krieg gegen Teile der Bevölkerung zu führen? Wo waren sie, als Gebiete vom Wahlrecht ausgeschlossen wurden, als Parteien verboten wurden? Sie waren genau auf der Seite dieser Regierung und haben sie finanziell unterstützt. Und nun tun sie so, als hätte, nach diesen 8 Jahren, als Russland nun zum ersten Mal das tut, was die NATO schon immer tut, nämlich Krieg in fremden Ländern zu führen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, dann tun sie so, als wäre vorher alles in der Ukraine in bester Weise zugegangen, als hätte die NATO nicht immer mehr Truppen in Richtung der Ukraine verlegt und als hätte es keine Angebote zu Friedensverhandlungen von russischer Seite gegeben, die von der NATO stets ignoriert wurden. Durch den russischen Einmarsch ist die Lage nun deutlich eskaliert. Aber statt sich um Deeskalation zu bemühen, heizen EU und NATO diesen Konflikt noch weiter an, indem sie nicht nur einen massiven Wirtschaftskrieg gegen Russland begonnen haben, sondern auch mittlerweile massenweise Waffen in die Ukraine liefern. Und auch die österreichische Regierung macht hier mit und entstellt mit ihrer völlig einseitigen Positionierung in diesem Konflikt die in der Verfassung festgeschriebene Neutralität bis zur Unkenntlichkeit. Im schlimmeren, aber vielleicht ehrlicheren Fall wird die Neutralität Österreichs sogar abgelehnt. Aus angeblicher Angst vor einem Verlust der Souveränität Österreichs durch Russland gibt man die Souveränität Österreichs gleich auf und ordnet sich einem konkurrierenden Militärblock unter, was noch dazu höchstens dazu beiträgt, die Gefahr eines russischen Angriffs aus Österreichs zu erhöhen, statt zu verringern. Wollen wir es wirklich darauf anlegen, dass unser Land durch einen Krieg zwischen Großmächten zerstören wird, wie wir es derzeit in der Ukraine sehen? Denn erinnern wir uns an die Vergangenheit, wo Österreich nicht trotz, sondern wegen seiner Neutralität eine Insel der Seligen im Kalten Krieg zwischen der USA und der Sowjetunion war. Statt sich gegen ein anderes Land abzuschließen, sollten wir versuchen, noch mehr freundschaftliche Kontakte nach Russland und natürlich auch in andere Länder dieser Welt aufzubauen, um die Gefahr eines Krieges zwischen Staaten zu verhindern. Denn der Kampf des österreichischen Volkes darf nicht in der Ukraine, in Russland oder sonst wo stattfinden, sondern er muss hier stattfinden. Und er darf kein Kampf gegen andere Völker sein, sondern in Verbundenheit mit ihnen und gegen die imperialistischen Kriegstreiber in unserer Regierung. Verteidigen wir den Westen gegen die NATO. Verteidigen wir Europa gegen die EU. Verteidigen wir Österreich gegen die Feinde unserer Neutralität. Ja, super.